Aus Club Italia wird Berlin United. Der Name ändert sich, der Trainer bleibt Thomas Sessler. Sie haben mit Club Italia so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Ja. Was hat Sie dazu bewogen und davon überzeugt, auch bei Berlin United Trainer zu sein? Na gut, die Geschichte kennen wir ja jetzt. Wir sind ja im ersten Jahr gleich souverän aufgestiegen, denn das zweite Jahr eigentlich ganz gut angefangen und dann kam halt die Problematik im Verein mit den beiden Investoren, die dann von heute auf morgen gegangen sind. Ich aber die Hoffnung nicht aufgegeben habe, sondern da geblieben bin mit den Spielern, die, wir haben das Beste versucht halt und es ist halt das Problem, wenn du oder die Spieler nicht ihre Gehälter bekommen, dass dann da irgendwo mal so ein bisschen die Motivation fehlt. Ich habe es probiert, letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind nicht abgestiegen. Dann kam dazu der neue Chef, sag ich mal, hier von Berlin United, der dann mit Club Italia fusioniert hat. Und ja, das ist ein ganz neuer Verein, da wird ganz neue Strukturen geschaffen, haben schon viele Jugendmannschaften jetzt da. Die erste Mannschaft ist jetzt da, eine zweite Mannschaft haben wir auch schon. Und ja, das ist jetzt beginnt praktisch die Zukunft von diesem Verein und ich bin froh, ein Teil dieses Vereins oder mit zu helfen, hier sage ich mal, den Verein aufzubauen. Sie haben in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass nicht unbedingt immer alles reibungslos klappt. An welche Bedingungen haben Sie auch ein Weitermachen geknüpft? Nein, ich habe ja mal erzählt gehabt, dass ich dasselbe schon mal im Iran erlebt habe, wo ich ein ganzes Jahr gewesen war. Die ersten drei Monate, die liefen reibungslos, wir haben alle unser Geld bekommen und dann waren sieben Monate, wo wir nichts mehr bekommen haben und auch die Spieler nicht, die Betreuer nicht, niemand hat Geld bekommen. Trotz allem hat die Mannschaft oder der Trainer es geschafft, die Mannschaft zusammenzuhalten. Wir waren Aufsteiger gewesen und sind unterm Strich dann nachher auch nicht abgestiegen. So, der Verein lebt heute noch und das war für mich irgendwie so ein Wink mit dem Zaubenpfahl. Warum muss man immer gleich aufgeben, wenn du noch vielleicht ein bisschen Hoffnung hast, dass es doch noch jemanden auf dieser Welt gibt, der ein Einsehen hat mit mir. Und deswegen bin ich geblieben. Ich fand die Geschichte, die wir jetzt anfangen, finde ich spannend. Und das war ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, okay, das gefällt mir, das ist spannend und da möchte ich gerne mitmachen. Wie fällt Ihr bisheriges Fazit aus? Die Vorbereitung hat jetzt erst begonnen. Trotzdem, wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Kader? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden und das zeigt auch, dass wir in den nächsten Jahren versuchen wollen, so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Klar, das ist immer schwierig, sage ich mal. Es werden bestimmt viele Hindernisse sein und ich weiß auch, dass man braucht nicht schnippen und das geht dann sofort nach oben. Das ist viel Arbeit, das ist Jungs, sage ich mal, die diesen Weg auch mitgehen wollen. Ich sage jetzt mal auf meine Art und Weise, dass die geil auf Erfolg sind halt, ganz einfach. Und wenn du so eine Jungs hast, und ich glaube, die habe ich jetzt, dann sieht das alles schon ein bisschen besser aus, trotz allem. Müssen wir uns erstmal finden. Wir haben gerade angefangen, wie Sie schon sagten, am Montag. Haben jetzt am Wochenende unser erstes kleines Turnier, wo wir gegen Mannschaften spielen, die Oberliga spielen. Nichtsdestotrotz denke ich, was ich bisher gesehen habe, werde ich da eine richtig gute Mannschaft beisammen. Und da ist es natürlich für mich, da freue ich mich natürlich drauf. Sofort sind die anderen Sachen, die jetzt nicht so gut liefen, alle vergessen. Mit Sicherheit ist einer der namhaftesten Spieler Lennart Hartmann. Ja. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm? Hervorragend, ja, muss man nicht großartig diskutieren. Einer oder der jüngste Spieler von Hertha BSC gewesen, der zum Einsatz kam. Leider hatte er mit seinem Körper einige Probleme gehabt, das ihn leider gehindert hatte, frühzeitig mit seiner Karriere aufzuhören. Nichtsdestotrotz sieht man noch schon, dass der ein ausgezeichneter Fußballer ist. Und alleine nur ihn zuzuschauen, das macht riesig Spaß. Und für mich geht natürlich das Herz auf. Kann man denn jetzt in den nächsten Wochen noch erwarten, dass vielleicht noch so ein Kaliber zum Verein dazustößt? Ich will jetzt noch nicht so viel verraten, aber ich denke mal, da wird der ein oder andere noch kommen, wo uns auf alle Fälle weiterhelfen wird. Und auch, ich sag mal, untereinander, dass man dann sieht, wenn die miteinander spielen, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Das ist einfach dann nur Spaß am Fußballspielen. Ja. Was ist das konkrete Ziel für diese Saison? Ja, versuchen oben mitzuspielen erstmal. Ne? Oben, wie gesagt, das Wichtigste ist mal, dass die Mannschaft sich findet, dass wir ein Ziel haben dass die Jungs auch wirklich erfolgshungrig sind. Sonst kannst du dich ja vorne hinstellen, kannst einen vom Affen erzählen. Alle hören dir zu, aber setzen das dann nicht um. Und bei mir ist das so, ich bin ja hier geblieben, weil ich ja erfolgreich sein möchte. Und ich habe ja gut angefangen, dann letzte Saison.
Und jetzt ist ein Neustart praktisch und ich will einfach, und deswegen bin ich hier, erfolgreich sein mit dem Verein. Und dazu gehört natürlich auch eine gute Mannschaft und natürlich, sage ich mal, ein Verein, der gut geführt wird, der gut strukturiert ist. Und dann denke ich mal, ist schwere Arbeit, was ich vorhin schon sagte. Klar, man sagt immer so schön, Geld schießt keine Tore, aber wie gesagt, ich bin da ganz guter Dinge und eine gute Hoffnung, dass ich da eine gute Truppe beisammen kriege, die auch dieses Ziel verfolgen möchte, so, was ich auch habe. Sie haben halt gesagt, Geld schießt keine Tore. Das heißt, hier ist jetzt ein bisschen Geld vorhanden und das könnte auch damit einhergehen, dass die Leute dann Tore schießen? Nein, das ist, wie gesagt, wichtig ist ja, klar, auf der einen Seite, wenn du was verdienst oder ein bisschen was verdienst, ist natürlich für deine Tasche auch gut. Aber ich sag mal, letztendlich kommt es ja darauf an, dass die Jungs Lust haben. Ne? Und wenn die Jungs Lust haben, sage ich mal, dann kann man viel erreichen. Jeder sollte sich unterordnen, jeder sollte sich im Dienste der Mannschaft stellen, ob der eine jetzt spielt, der andere nicht spielt. Wichtig ist, sage ich mal, dass wir als Mannschaft, als Team so auftreten, dass es schwer sein wird, uns zu schlagen. Abschließend, wenn Sie vielleicht so eine kleine Prognose aufstellen könnten oder vielleicht auch eine Wunschvorstellung, wo steht Berlin United in 2 bis 3 Jahren? Das ist eine gute Frage. Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich natürlich drei Ligen nach oben starten, durchstarten, meine ich. Ich weiß aber auch, dass es sehr, sehr schwer wird. Das fängt jetzt auch diese Saison an. Wichtig ist, sage ich mal, dass die Mannschaft, dass wir uns alle finden, dass wir einen starken Charakter, wenn wir spielen, an den Tag legen. Und wenn du konzentriert bist und jeder seine Leistung abruft, dann wird es halt schwer, sage ich mal, uns zu schlagen. Aber das müssen wir halt in jedem Spiel immer wieder abrufen. Und da sehe ich manchmal dann so die Schwierigkeit mit Arbeit. Einer ist müde, der andere kann nicht kommen, weil er vielleicht eine Verletzung hat. Und da, wie gesagt, bin ich gefordert, halt ein gutes Team da beieinander zu haben, die auch wirklich den Weg mitgehen, den ich gerne durchgehen oder den ich gerne gehen möchte. Dann hoffen wir, dass das alles so klappt und wünschen dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank.